Skyche ist repariert, Korhal ist wieder sicher und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void. Wie so eben gesagt, Skyche haben wir gerettet, aber Möbius hat sich so ein bisschen aus dem Staub gemacht, oder versucht es zumindest, mit dem Artefakt, das wir brauchen. Und ich glaube, Rainer wird uns da noch ein bisschen was zu sagen. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur arm und Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts Hybridenlabor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch, wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Armon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Okay, auch nicht schlecht. Bevor wir jetzt aber die Mission auswählen, schauen wir erst mal. Wir kriegen, glaube ich, neue Einheiten hinzu. Beziehungsweise Rohana, bitte. Ich erinnere euch daran, dass das heilige Gesetz, die Daeum, es uns streng verbietet, in die Entwicklung niederer Lebensformen einzugreifen. Solange nicht eine unmittelbare Gefahr für das Imperium besteht. Euren Entschluss, diesen Terranern zu helfen, finde ich verwunderlich. Warum nehmt ihr an, dass es sich bei ihnen um niedere Lebensformen handelt, Rohana? Das ist nicht bloß eine Annahme. Schaut sie euch an. Unzivilisiert, unterentwickelt. Ihre Kommunikation findet über primitive Artikulationsorgane, sogenannte Münder, statt. Viele dachten einst genau wie ihr, auch ich selbst. Aber ich habe ihren Großmut gesehen. Und bald werdet ihr das auch. Eieiei, okay, gut. Sie ist einfach noch von der alten Schule, das kann man ihr nicht böse nehmen. Karas konnte die robotischen Vollstrecker mit Hilfe der Daten von Glacius aktivieren. Setzt sie weise ein, Reich. Und wo? Hä? Ah, jetzt ist der Moment. Hier auch? Nein, nur hier. Okay, Vollstrecker. Der Feind wird gerichtet werden. Heidewitzka. Okay, was könnt ihr denn besonders? Was sagt automatisch Selbstrettungssysteme? Ach, die kommen wieder zurück ins Geschehen. Huh, auch nicht schlecht. Ajur, Lehrer 7 und Richterklasse. Nach dem Tod wiederbelebt, ist immer noch. Die kommen hier durch. Wir nicht, ich glaube, wir kommen minimal hier. Ein paar Richter, haben wir vielleicht doch was anderes? Ich glaube eher weniger. Ne, das sind gerade die einzigsten, aber die probieren wir aus. Ein paar Vollstrecke, warum nicht? KI ist doch wohl immer eine schöne Sache. Oh, Phoenix hat was zu sagen, okay. Eure Begegnungen mit Jim Raynor haben mein Interesse geweckt. Ich habe mich in den Archiven des Schiffes nach Informationen umgesehen. Ich verstehe nun, warum ihr ihn so respektiert. Wenn man den Archiven Glauben schenken kann, war ich sein Freund. In den Archiven gibt es noch mehr zu finden. Über Raynor und über euch. Ihr müsst nur den Mut haben, danach zu suchen. Ich bin mir bewusst, dass ein Teil meiner Vergangenheit für immer verloren ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu lamentieren. Ganz bestimmt nicht, wenn mich ein glorreicher Kampf erwartet. Da will man unbedingt in den Krieg ziehen. Okay, gut. Du willst gerade nichts, also der Solarkern. Schau, wir haben ein bisschen was dazu bekommen. Warp-Harmonisierung. Ah, Raumportal und Roboterfabriken. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich sperre dein Umbaut für Spingas automatisch aus den Assimilatoren ab, ohne dass sie benötigt werden. Okay. Der Nexus greift automatisch alle Gegner in deiner Nähe an und verursacht 20 Schaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Zeitfelder, die Lanze. Ich glaube, ich mache das hier. Orbitaler Abbau. Schick, aber schick, du, huiuiui. Also langsam wird es doch hier was. Wie unsere Späher berichten, unterwerfen Armons Streitkräfte ein System nach dem anderen. Wir müssen sorgfältig entscheiden, wohin wir Truppen schicken möchten, Hierarch.
Alles klar, läuft. Aber zuerst einmal müssen wir hier auf Kohall ein bisschen aufräumen, schätze ich mal. Das Möbius Corps ist mit dem Artefakt unterwegs nach Bennett Port. Wir müssen sie stoppen, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Okay, lässt sich machen. Möbius geortet, Panzer, Tor einhalten und einen Schlüsselstein brauchen wir. Was muss man eigentlich hier machen noch alles? Vernichten Sie in Waffenbrüder mindestens 80 gegnerische Einheiten, die von der Störnor betroffen sind. Keine Ahnung, was das ist. Ich will hier nur dafür, dass Ihre Verbündeten nicht mehr als 5 Basisgebäude verlieren. Ah, okay. Ich bin gespannt. 5 Basisgebäude. Heißt, wir haben noch einen Kollegen hier. Oh Gott, der schaut cool aus. Der zerstört eine Hauptstadt. Ein Hybridangriff. Geschützt von Terranern. Und das ist irgendwie merkwürdig. Willkommen in Bennett Port. Oder was davon übrig ist. Das Möbius Corps hat sich hier verschanzt, um uns vom Artefakt fernzuhalten. Valerian baut gerade seine Basis auf. Sobald er hier ist... Rainer, was geschieht mit euch? Die Hybriden leiten leeren Energie in den Schlüsselstein. Die dabei erzeugte psionische Störung überwältigt die Terraner. Aktiviert die Unsterblichen. Wir brauchen schwere Einheiten, um die Terraner zu beschützen, bis das Störfeld nachlässt. Mann, damit schulde ich dir schon doppelt was, Artanis. Das war, als würde ich meinen Verstand verlieren. Sie laden den Schlüsselstein wieder auf. Er wird bald erneut aktiviert. Wir müssen ihn in unseren Besitz bringen. Das kannst du laut sagen. Stürzen wir uns ins Getümmel, Partner. Zusammen mit Rainer in die Schlacht. Oh Gott, ja, vielen lieben Dank. So, da war wir schon mal wieder. Der normale, reguläre Basenbau. Dankeschön. Hier auf 1, hier auf 2. Wunderbar. Können wir dann... Ach Gott, wir können gleich abbauen. Wir können Unsterbliche in der Roboterfabrik produzieren. Sie sind dazu konzipiert, Feinde zu belagern und Verbündete zu schützen. Vorherbestimmt. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, das bauen wir auch gleich mal. Okay. Meine Jungs heizen jetzt den Möbius Corps ein. Sobald ihr eure Stellung gesichert habt, macht ihnen die Hölle heiß. Liebend gerne, liebend gerne. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Rainer Raiders, Möbius Corps. Dieses Störfeld hat meine Truppen kalt erwischt. Wir haben schwere Verluste erlitten und brauchen Zeit, um eine Stellung zu sichern. Tut, was ihr könnt, um sie von uns fernzuhalten. Schon dabei. Deine Position ist sicher, bis sie den Schlüsselstein wieder aktivieren. Ja, dann muss ich da auch ein bisschen noch was machen. So, einmal ein bisschen nachholen. Dankeschön. Plus eventuell hier noch gleich mal einen kleinen Pylonen bauen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Es ist gut, wenn der Krieger erwacht ist. Denn davon können wir ziemlich viele gebrauchen. Und vielleicht noch mal was. Nein, wir haben gerade zu wenig Material. Und dass der es automatisch nach oben zieht. Oh, das ist toll. Oh, keine Drohnen dafür. Können wir vielleicht noch mal einen bauen? Nova-Störfeld ist... Oh Gott, es braucht nur ein bisschen. Die ist gerade nicht so gut. Kommen auf jeden Fall schnell dorthin. Aber danach werden sie wahrscheinlich wieder überwältigt werden. Mirage, mehrere unserer Liga-Forschungsstationen melden, dass sie angegriffen werden. Wenn sie sie retten können, übergebe ich ihnen sämtliche Protoss-Technologie, die sie gesammelt haben. Aha, aha, sollte man da was wissen? Das können wir gleich machen. Mir ist gerade eher wichtiger, dass wir hier noch ein bisschen was hinwarpen können. So, auf 2. Noch mehr Kriegerwachen bitte. Je mehr Kriegerwachen, umso besser. Umso mehr freue ich mich doch. Noch eine Minute, dann können wir auch gleich in eine Verstärkung hier unten heranwarpen. Und das finde ich wiederum super. Da ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bauen wir nochmal einen Pylon hier unten. Plus, bin ich jetzt mal gespannt, nimmt der aus beiden des Bienengeistern was raus? Und nur aus einem. Wenn es aus beiden macht, wäre super. Dankeschön. Darf gleich nochmal erwachen, wenn es weitergeht. Ah, oh, kann ich wieder 2 Stück bauen? Yep, könnte ich sogar.
Der Schlüsselstein entlädt bald eine weitere Störungsnova. Sie wird die Terraner zeitweilig außer Gefecht setzen. Das macht absolut gar nichts. Wir bauen hier einfach ein paar Einheiten runter. Das passt schon. Solange niemand zu uns hier runterkommt, habe ich kein Problem damit. Du bleibst mal hier. Lasst euch von der Angst verschlingen. Ah, da muss ich hin. Niemand wird hier verschlungen. Nochmal. Ach, alle Terraner. Okay. Dieser Krieger ist erwacht. Das ist eine Minute lang aktiv. Oh, der Witzke. Okay, gut. Das heißt, oh Gott, da kommt ja jemand. Das ist nicht gut, das ist ganz, ganz gut. Alles, was ich habe, mit nach oben. Denen sollte hier am besten nichts passieren. Falls doch, habe ich nämlich ernstzunehmende Probleme. Sind wir 5? Ja, das könnt ihr mal kurz angreifen, da sage ich jetzt mal nichts dagegen. Aber dort hinten soll eigentlich nichts angegriffen werden. So, 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 so. Und angreifen. Weg mit den Hybriden. Weiß ich, frei wo ich rumgucke, immer überall Hybriden. Nicht gut. Na komm, einmal schwere Einheiten hier. Dankeschön aber auch. Können wir denn hier irgendjemanden beschützen? Ah, das können wir gleich nach außen nutzen. Das ist natürlich super. Das ist sogar mehr als super. Okay, heißt, wir brauchen nichts anderes außer diese beiden Einheiten eigentlich, um hier überall jede Menge Schaden zu machen. Dankeschön. Bitte. Wenn angreifen, dann will ich nur die angreifen. Die Angreifer sind gefangen. Vorwärts zum Schlüsselstein. Nur keine Sorge. Das kriegen wir auch noch hin, und zwar richtig gut sogar. Das wird alle tot, das wird auch sterben. Wunderbar. Haben wir denn noch ein paar weitere? Ja, wir können noch ein bisschen mehr vertragen gerade. Commander, unsere Truppen sind bereit. Die Liga greift das Möbius-Korps an. Da bin ich aber froh drum, dass jetzt mal das Korps angreift. Hätte schon fast nicht mehr damit gerechnet. Und beide, oh Gott, danke schön. Beide Sachen werden angegriffen. Das ist herrlich, so muss das sein. Einer und nochmal einer, dankeschön. Sobald ihr das habt, können wir mal weitergehen. Zwar nach da unten, würde ich jetzt nochmal behaupten. Vielleicht können wir das jetzt irgendwie befreien. Oh, wollt ihr wirklich hier im Weg sein? Achso, warte mal, wir haben doch jetzt noch... Eine Forschungseinrichtung der Liga wurde befreit. Ach, ich fasse es nicht, dass wir das tatsächlich heil überstanden haben. Ein paar unserer Sanitäter bleiben hier, falls sie sie brauchen. Das Möbius-Korps hat es auf unseren Nexus abgesehen. Macht euch bereit! Alle werden ihn anbieten oder für immer verstummen! Nicht gelügen, ernsthaft? Wir sind durch ihre Verteidigungslinien gebrochen. Ziehen wir hier draußen ein paar Bunker hoch. Ja, hoffe ich doch mal ernsthaft. Können wir denn euch noch ein bisschen was? Ah, ihr seid gut dran. Tun wir lieber den... Ah, Hallöchen. Tun wir euch... Schenkt man euch noch was? Ja, komm. Was reinporten. Dann brauchen wir eine einzige Drohne. Du kommst jetzt mal mit. Du baust hier unten Nexus auf. Können wir nämlich noch mehr haben. Denn es ist gerade das Wichtigste überhaupt. Ressourcen. Und Ressourcen schauen wir nämlich alt aus. Und können wir vielleicht nochmal ein paar Pylonen drumherum setzen? Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Wunderbar. Und vielleicht kann ich noch ein paar Assimilatoren. Ja, da ist eine und da drüben auch noch. Dann ist sie doch schon fast selbstlaufend, die Anlage. Da kann man doch nichts mehr gegen sagen. Jetzt müssen wir machen ein paar Anlagen sicher. Das heißt, wir gehen zuerst nach da oben hin. Ich glaube, ihr könnt niemanden nein oder nein. Mechanische Einheit, da geht nichts. Das macht aber rein gar nichts.
man denn hier gerade was machen? Können wir hier euch noch was machen lassen? Einmal hier. Einmal hier. Und der Rest reicht schon. Der Rest reicht gerade mehr als aus. Ich muss sagen, diese Vollstrecker, die haben was. Die sind richtig böse. Oh, ich habe nichts zum nach oben schießen. Ja, ist natürlich gerade weniger gut. Können wir da vielleicht noch etwas gegen machen? Die Kybernetik zum Beispiel bauen. Das dürfte doch vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Autsch. Ja, ich messe einen deutlichen Energiezuwachs. Der Schlüsselstein wird bald eine weitere Störungsnova entfesseln. Ist nicht gut. Autsch. Autsch. Gar nicht gut. Schmerzen, so viel Schmerzen. Vergeltung wird kommen. So, jetzt werden wahrscheinlich wieder beide gleichzeitig draufgehen. 3, 3, 3, so rüber. Und beide. Falle kann ich drauf. Nein. Einfach nur nein. Ich möchte nicht, also muss ich auch nicht. Kann man euch noch mitnehmen vielleicht? Ja, ich kann mal mitnehmen. Okay, wir müssen nach da unten gehen. Wir müssen definitiv nach da unten gehen. Oh Gott. Komm. Beeilung. Rauschen nach dort unten. Kann ich hier schnell jemanden hinstellen? Kann ich nicht. Ja, schade. Komm, fang sie ab. Und. Wo sind sie? Ja, gut, die paar werden es nur draufgehen, aber es macht nichts. Der eine Kühle-Hybrid. Keine Chance gegen meinen Angriffstrupp. Okay, oh, zwei Hybriden. Okay, schaut schon ein bisschen anders aus. Da soll ich jetzt nichts mehr gegen. Dragoniere, alle weg. Die kommen bereit, ich glaube, in die gleiche Richtung gerade runter. Okay. Können wir vielleicht euch kurz hochjagen? Ich glaube, das würde mehr als ausreichend sein. Hallöchen aber auch. Ich habe gehört, ihr wollt ganz dringend sterben. Und mit ganz dringend meine ich auf der Stelle. Also ich habe wirklich viel zu viel Zeug. Das, was ich hier mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben dem Angriff der Hybriden erfolgreich widerstanden. Vorwärts, Krieger! Danke für Ihre Hilfe. Unsere letzten Forschungsschiffe sind unterwegs zur Front. Sutz. Das ist doch gar nicht mal so schlecht hier. Tanklast, den brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, soweit passt es. Du vernahmst meinen Ruf, ach, das ist doch herrlich. Wenn du meinen Ruf vernahmst, habe ich doch nichts dagegen einzuwenden. Oh, Hallöchen aber auch. Verdammt, brummt mir der Schädel. Danke für die Hilfe, Artanis. Liga WBF, errichtet hier eine Befestigungslinie. So, jetzt bitte einmal aufladen. Ich glaube, dies können wir ziemlich gut gebrauchen. Plus, ich habe wahrscheinlich meine ganzen, ja, meine Kapazitäten sind leicht erschöpft, wenn ich immer das Ganze hier mache. Können wir vielleicht noch hier und hier und hier was hinbauen? Wäre das noch im Bereich des Möglichen? Ja. Das auch noch. Yippie. Funktioniert. Ist richtig gut. Und ihr Möbius-Korb, Leute. Ich weiß gar nicht, was euch eigentlich erwartet. Ihr werdet ihn tot finden und das war's auch schon. So, jetzt kommt auch noch her. Wenn angreifen, dann richtig angreifen. Na, kommst du her? Na, komm, Vorsturm. Das schafft ihr schon, da bin ich mir sicher. Da passt nichts durch, da ist alles im Weg. Okay. Dann kann ich da nichts dazu sagen, außer hier noch ein bisschen angreifen. Vielleicht noch mal ein paar. Egal, hatte ich ihn aber auch. Space Marines, drängt sie zurück. warum erinnert mich das volle Kanne an Warhammer 40k? Ich weiß nicht, es macht's einfach. Oh, das ist aber lieb, dass du nach unten gehst. Oh Gott, Hallöchen. Was macht denn ein Kreuzer hier oben? Sage mal. Oh, komm schon. Das dürftest du aber nicht machen hier.
Einfach meine Leute hier angreifen. Es wäre glatt so, als würde man ihn anbieten anzugreifen, aber... Es ist gut, dass sie hier sind. Fast alle sind gestorben. Es sind nur noch ein paar Medivacs übrig. Ich schicke sie, um Imperator Valerians Truppen zu unterstützen. Imperator Valerian, wir haben alle der bedrohten Forschungseinrichtungen gesichert. Ich verspreche, dass ich Ihnen das nie vergessen werde, Hierarch. Ja, das hoffe ich aber mal inständig, du, weil sonst gibt's nämlich Mecker von Egger. So. Mal sagen, mit dem schönen Kampftrupp kann man auch mal sagen, angreifen. Nichts darf zerstört werden, okay. Nichts darf zerstört werden, alles muss vernichtet werden. Das gefällt mir doch. Und überall... Achso, das waren meine Leute. Ich wollte gerade sagen, der hat seine eigenen Leute getötet. Nein, das waren doch meine. Leider Gottes waren es doch meine. Ein Herrscherhybrid. Das klingt aber auch verlockend. Mächtige Energie geht von dem Schlüsselstein aus. Ich vermute, er wird sich bald wieder entladen. Soll er doch. Wir stehen kurz davor. Also... Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, außer wir machen sie vor uns fertig. Okay, lieber nach darüber. Machen wir die Seite noch vor uns weg und dann tun wir hier einen Wurfstein reinbauen. Und alles wird super sein. Wir reißen euren Geist in Stücke. Nope. Ihr macht viel, wenn der Tag lang ist, aber nicht das. Oh. Moment. Bin unterwegs. Da brauchen wir noch ein bisschen was hin. Brauchen wir auch noch vorhin hin. Alles, was man. Oh Gott. Das hat gerade bestimmt weh, auf irgendeine Art und Weise. Sag ich. Alles andere könnte so schnell wegschießen, aber das nicht. Hei. Jungs, da müssen wir aber nochmal ein bisschen üben, müssen wir da. Oh, das war jetzt verkehrt. Ich würde eigentlich noch ein paar mehr machen. Mit ein paar mehr meine ich eine komplette Armee runterporten. Legt euch echt über die Mauern an. Es sieht so ein bisschen aus wie Völkerball. Hin und her. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Wirklich? Wo denn? Oh. Ja, doch, da könnten wir es ein bisschen machen. Oh, der Tor, der könnte auch ganz schnell fallen. Okay, ihr bleibt hier unten einfach. Passt schon. Aber ihr hier wiederum werdet sterben. Haben wir noch ein bisschen Unterstützungstruppen? Ja, haben wir sogar. Ein paar Unterstützungstruppen sind noch immer fein. Ich glaube, der Boss ist auch weg. Hier ist er weg. Wenn die Hybriden ausgeschaltet sind, können wir wieder vorrücken. Das sage ich absolut nicht nein dazu, aber zuerst einmal muss hier noch ein bisschen was weggeräumt werden. Ich meine, da ist ein bisschen was im Weg. Ein kleines bisschen. Ganz schwarz vor Augen geworden. Bloß gut, dass ihr da seid. Ja, das kannst du aber laut sagen. Du ohne uns, da werdet ihr sowas von hinüber. Und ich weiß, ihr könnt schon längst angreifen, aber ach komm. Ich möchte auch ein bisschen rumspielen. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, Möbiuskorb. Guck mal her. Guck mal, was ich hier hab für dich. Das ist die Schnetzelparade. Und voll ins Gesicht. Gute Arbeit. Dieses Gebiet ist gesichert. Ich lasse hier ein paar Verteidigungsanlagen bauen. Lass das machen. So. Aber davor noch jede Menge Prädatoren herworfen. Dieser Krieger ist erwacht. Vollstrecke meine ich natürlich. Die Ding ist einfach cool. Alle 2 Minuten geht der Effekt, okay. Heißt nicht ewig, aber unsere Front steht dafür etwa ein bisschen länger. Wenn wir hier alles haben, dann sagen wir einfach mal, komm schon. Operation Mega-Angriff. Was muss ich hin? Stellen um den Schlüsselstein sichern. Das können wir machen. Plus natürlich, weil wir es können. Ach komm schon. Da habe ich eher meine Leute zerstört als irgendwas anderes. So, einmal raus und jetzt da.
stürmt mal dran vorbei, Leute. Ich weiß, ihr liebt es doch. Kann man noch ein bisschen was machen? Natürlich kann man noch ein bisschen was machen. Hier. Kann man noch mehr hierher holen. Überwältigende Mehrheit. Aber wie gesagt, auch wieder normaler Modus. Schwer hätte was, aber ich glaube, da käme ich nicht so schnell durch, wie ich gern durchkommen möchte. Weil ich bin jetzt gerade nicht verbissen darauf, auf alles auf Maximum Schwierigkeitsgrad zu bekommen, sondern ich möchte einfach nur die Story haben. Die Story reicht mir vollkommen aus. Das war's. Wir haben das Möbius-Korps zurückgeschlagen. Verdammt. Schaut euch das nur an. Nicht mal die Zerg haben die Stadt so übel zugerichtet. Kanntet ihr diesen Krieger? Nein. Aber seine Geschichte. Ich kenne all ihre Geschichten. Keiner glaubt, dass es ihn irgendwann selbst erwischt. Wir kriegen von überall Berichte rein. Liga-Welten überrannt. Außenposten zerstört. Eine Menge tote Jungs da draußen. Krieger. Der Tod ist das Schicksal aller Krieger. Eines, das auch uns vielleicht bald ereilt. Nichts ist in Stein gemeißelt, Artanis. Ich sehe das so. Wenn Teratul so viel Vertrauen in dich hatte, geht dieser Kampf gerade erst los. Es ist euer Brauch, die Hand eines Freundes zu schütteln. Nicht wahr? Zeig sie nach Tannis. Ich liebe solche Szenen, ich liebe sie einfach. Okay, wir haben... Was haben wir jetzt? Vernichten sie 18 Gegner, die vom Störner betroffen sind. Das haben wir nicht geschafft. Ernsthaft? Einen einzigen? Verdammt. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Aber okay, gut, das ist was. Das ist dann wieder was für brutal. Das können wir so lassen. Bis dato aber hoffe ich, ihr hattet mit dieser kleinen Folge viel Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschauen würdet. Bis dahin, aber macht's gut und wie immer. Tschüssi. Rohanna.
Bewahrerin. Ohana! Artanis. Amon. Ich sehe deine Zweifel, deine Angst. Du bist so allein, wimmernd in der Dunkelheit. Ich werde dich befreien, euch alle, vom Joch dieser Existenz. Der ewige Kreislauf aus Leid und Schmerz ist bald beendet. Eure Worte sind nichts als Gift, Amon. Eure Taten bringen nur den Tod. Sie bringen Erlösung, das Ende eines Kreislaufs, den niemand für sich gewählt hat. Euer Widerstand bewirkt nur noch mehr unnötiges Leid. Versteht ihr jetzt, weshalb ihr euch von der Kala lossagen müsst? Ihr Licht ist erloschen. Ich werde ihm standhalten. Er hat mir seine Wut offenbart. Ich kenne seine Wahrheit. Wenn ihr die Verbindung nicht trennen wollt, dann müssen wir euch einsperren, in Stasis verwahren. Ich werde die Kala um jeden Preis bewahren. Wenn ich dafür Gefangenschaft erdulden muss, so sei es.